er noch Juniorenläufer ist, er ist 19 Jahre alt und er wiegt schon 85 Kilo. 1500 Meter, eine höllische Strecke, denn hier muss der Sprint und die Langstrecke vereint werden. Zum Vergleich, bei der Leichtathletik würde man sagen 800 Meter. Gelaufen werden, also auf der 400 Meter Bahn, drei Runden und 300 Meter, deshalb auf der Start, auf der Gegengerade. Die Läufer machen sich ihre Startposition zurecht. Sie sehen, wie unterschiedlich sie stehen. Die Japaner generell mit beiden Eisen auf dem Eis. Dagegen der Japaner hebt das linke Bein schon hoch. Und der Start ist dabei. Die ersten 300 Meter müssen diese Läufer mindestens in 25 Sekunden laufen, um in die Weltklasse rein zu können. Kurz für Sie die Zeiten zum Anhalten. 1:51:60 ist der Weltrekord gelaufen von Rintje Ritsma hier vor 4 Wochen. Der bisherige olympische Rekord und Weltrekord war von André Hoffmann in 1:52:06. Und jetzt die Zwischenzeit, 24:81. Also genau die Marschrichtung, die ich Ihnen sagte. Unter 25 Sekunden muss man beginnen. Und jetzt können Sie nochmal die beiden Techniken vergleichen. Der Japaner wesentlich tiefer. Der Holländer etwas höher, nachdem er gewohnt ist, auch in Holland viel gegen den Wind zu laufen. Dadurch prägt sich die Technik. Zwischenzeit 53:21. Damit liegt er ungefähr auf einer Zeit von 1:52:05. Bei den 1500 Metern ist es immer schwierig, eine exakte Prognose zu geben nach den Zwischenzeiten, wo die Läufer enden werden. Denn manche sind Sprinter, beginnen schnell und sterben dann am Schluss. Und die Steher beginnen langsam und haben dafür das Stehvermögen, das Ganze im selben Tempo durchzustehen. Jetzt wird die letzte Runde eingeläutet. Erstmann führt in 1:22:75. Und jetzt merken Sie, wie der Japaner kommt. Jetzt scheint, nein, der Japaner hat doch nicht mehr das Stehvermögen, den wir als Geheimfavoriten irgendwo gebucht hatten. Er hält nicht, was er verspricht. Der Holländer macht das Rennen auf den letzten 50 Meter souverän. Mit beiden Armen. Und die Zeit 1:53:59. Das ist also 1,5 Sekunden über dem bisherigen olympischen Rekord des Deutschen André Hoffmann. Gut, wir werden ab dem nächsten Paar sehen. Lag es nur an der Kondition der beiden Läufer oder ist das Eis heute nicht die Qualität, wie man es erwartet hat? Beim 5000 Meter Lauf, wo es ja einen fantastischen Weltrekord gab von dem Mann, den Sie jetzt gleich im Bild sehen werden, das ist über Michael Hatschew aus Österreich. Und hier ist er, der große Matador aus Norwegen, Johann Olav Koss. Er lief vor 2 Tagen hier den fantastischen Weltrekord über 5000 Meter in 6 Minuten 34,96 Sekunden. Und er wird ebenfalls heute eine Medaille machen. Michael Hatschew rechts im Bild in dem schwarzen Anzug. Ist schon etwas ein Oldtimer. Macht jedes Mal einen Fehlstart, egal ob es 500, 1000 oder 1500 Meter sind. Er braucht es einfach wahrscheinlich nochmal, um seine Nerven zu beruhigen. Er ist bekannt dafür, dass er immer mal probiert, ob es überhaupt schon losgehen kann. Er hat seine beste Zeit in den Jahren 89-90 gehabt. Dort war er sogar beim Weltcup über 1500 Meter mal Weltcup-Sieger. Aber in den letzten Jahren drücken ihn doch die Jahre. Und so wird er nur einen Mittelplatz so zwischen 10 und 14 einnehmen können. Deshalb achten Sie hauptsächlich auf den Mann im roten Dress, ganz links Koss. Olaf Koss hat auch diesmal ein bisschen geschoben am Start, aber das gehört dazu. Es wird keiner wagen, hier in Norwegen nochmal zurückzupfeifen. Koss hatte schon fantastische Zeiten im Dezember gelaufen. Dann im Januar bei der Europameisterschaft lief es nicht ganz so gut. Er wurde dort in Anführungszeichen nur Dritter über diese Strecke. Aber das war, glaube ich, nur das Taktische seiner Trainingseinteilung. Er hat sich speziell für die Olympischen Spiele vorbereitet. Sehen Sie, auf der Gegengerade holt er schon den Österreicher ein und geht jetzt durch die Kurvendifferenz gleich so 10 Meter in Vorsprung. Das
ist ein sehr kräftiger Mann, 1,87 groß, 85 Kilogramm, Zwischenzeit jetzt 53,06. Damit ist er nur 6 Zehntel über dem Weltrekord von Rintje Ritsma aus Holland. Nur 6 Zehntel über. Und er ist nämlich derjenige, der eine lange Startphase hat und dann auf den letzten zwei Runden das Tempo macht. Und das weiß natürlich das Publikum. Hier geht das Raunen mit ihm mit. So wie er läuft in dieser Kurve, schreit das Publikum auf. Denn sie kennen hier die Zwischenzeiten. Und jetzt wird es entscheidend. Die letzte Runde wird eingeleitet. Jetzt nochmal die Zwischenzeit. 1,21,91. 4 Zehntel über dem Weltrekord. Der kann es schaffen. Er kann es schaffen. Er, der Steher, der 5000 Meter Mann. Der auch in Albertville vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen schon die Goldmedaille gewonnen hat auf dieser Strecke. Er kommt in die Zielgerade, noch 80 Meter für ihn. 1,45, nochmal zum Vergleich, der Weltrekord ist 1,51,60. Das wird knapp. Ja! 1,51,29. Das sind 3,1 Hundertstel besser. Fantastisch. 5000 Meter Weltrekord vor zwei Tagen. Heute Weltrekord. Alles ist aus dem Häuschen und bleibt, wie man so schön sagt, die Spucke. Hier sehen Sie nochmal eine Studie. Dieser exakte Aufsetzen der Schlittschuhe und der Schritt ins Ziel. Und in dieser Pose kennt man ihn hier in Norwegen. Nicht umsonst hat er den Schlittschuh-Oscar von Norwegen bekommen. Im nächsten Paar, Roberto Siegel aus Italien und hier im Bild der Ukrainer Juri Schulga. Beide haben ungefähr die gleiche Bestzeit. Siegel 1,52,38. Schulga 1,53,24, wobei Siegel, der Italiener, schon ein bisschen auf dem Absteigen gerast ist. Also rechts im Bild, im hellen blauen Dress, der Italiener, und auf der Außenbahn mit den mächtigen Schritten der Modellathlet aus der Ukraine. Über 5000 Meter bei diesen olympischen Wettbewerben hat Juri Schulga bei 5000 Meter nur einen 21. Platz belegt, denn er ist eigentlich mehr oder weniger ein Mittelstreckler und die 5000 waren quasi nur zum Training für ihn. Und der Italiener hier im Bild ist auch ein absolutes Leichtgewicht und liebt am meisten Hochlandbahnen. Er trainiert in Madonna, in Cortina, in Basega GPD, alles Bahnen, die über 1500 Meter liegen. Und er bevorzugt dementsprechend natürlich auch die Halle. Jetzt kommen die Zwischenzeiten, die langsam entscheidend werden. 53,24 für Schulga. Das ist also jetzt ungefähr 7 Zehntel über dem Weltrekord. Aber diese beiden Läufer werden nicht das Stehvermögen von Johann Olav Koss haben. Anhand der Weltcup-Zeiten, die sie gelaufen sind, würde man sie über die 1500 Meter Strecke in diesem Jahr auf einen 7. bis 11. Platz setzen. Letzte Runde, Zwischenzeit 1,22,90. Das ist eine Sekunde über der Zeit von Koss. Und wenn früher mal eine Sekunde bei 1500 Meter vielleicht zwei Plätze waren, dann sind es jetzt bei dieser Leistungsdichte oft schon 6-7 Plätze, wo sich da Läufer dazwischen schieben können. Die letzten 50 Meter für beide Läufer. Siegel forciert nochmal mit beiden Armen. Aber der Ukrainer gewinnt in 1,54,28. Und Siegel 1,54,51. Also 3 und 3,2 Sekunden drüber. Da kann man nichts gewinnen. Jetzt wird es gleich wieder hektisch werden in der Halle, denn ein weiterer Norweger, der auch 1500 Meter laufen kann, nämlich Ådne Søndrål, wird an den Start gehen. Sie sehen ihn jetzt bereits im Bild. Und sein Gegner ist der Kanadier Neil Marshall. Hier im Bild, also links in der Biene-Meyer-Verkleidung, der Kanadier Neil Marshall.
hat auch ganz moderne Schlittschuhe an. Sie können sehen, sie sind auf zwei Stegen befestigt. Der Norweger bevorzugt noch das alte Modell. Und der Start ist erfolgt. Nochmal kurz was zu Neil Marshall. Es ist interessant. Er ist eigentlich holländischer Abstammung. Seine Mutter Afke Hanje wanderte 1955 aus Drachten nach Kanada aus. Der Großvater Klaas Hanje war ein ganz berühmter Eisschnellläufer in Holland. Und das blieb denen im Blut. Auch seine drei Brüder machen alle Eisschnelllauf. Und sind also in ihrer Sportart, ihrer holländischen Sportart geblieben. Aber jetzt das Tosen gilt für Ådne Søndrål. 24,71, also deutlich unter 25 eröffnet er diese Strecke. Er war ja 88, 89 norwegischer Juniorensieger. War hinter Falko Zandstra 1990 bei den Juniorenweltmeisterschaften Zweiter. Und gilt als das Supertalent für die Zukunft in Norwegen. Seine Bestzeit 1,53. Zwischenzeit 53,22. Das ist 6 Zehntel nur über der Zeit von Koss. Der Kanadier hält sich unerwartet gut. Er hat zwar auch ungefähr die gleiche Bestzeit, nämlich 1,53,71. Aber wir hätten heute schon den Norweger stärker eingesetzt. Jetzt die letzte Runde wird eingeläutet. 1,22,79 für Marshall. Das ist jetzt 9 Zehntel über dem Weltrekord. Oh, das wird knapp werden zwischen beiden. Der Norweger ist zwar jetzt vorne, aber jetzt gleicht die Kurvendifferenz den Unterschied wieder aus. Und sie werden Kopf an Kopf auf die Zielgerade gehen. Ja, ganz leicht führt der Norweger. Und das Publikum peitscht ihn an, der gewinnt über 5 Meter in einer Zeit von 1,53,13, die bisher zweitschnellste Zeit. Wenn ich sage bisher, dann deshalb, denn im nächsten Paar gibt es gleich wieder einen Paukenschlag. Denn der bekannteste und beliebteste Eisschnellläufer Hollands, Falko Zandstra, wird an den Start gehen. Gegen den Mann aus Kasachstan, Radik Bikentaev. Hier Radik Bikentaev. Ein neuer Mann. Ganz und hier Falko Zandstra. Ihn kennt ganz Holland. Wenn er läuft, wie gesagt, gibt es Fernseheinschaltquoten von 70%. Er war Europa- und Weltmeister 1993. Und hat über die 1500 Meter Strecke eine Bestzeit von 1,52,17. Auch er läuft spezielle Schlittschuhe, die nicht mit Rundtuben, sondern mit Dreieckseisen verankert sind. Ein Modell, das nach ihm benannt ist. Und der Start ist erfolgt. Er ist der Mann mit den dünnsten Waden. Ich habe es schon am Sonntag mal erklärt, er hat eine verkürzte Achillessehne, deshalb kann er den Wadenmuskel gar nicht betätigen. Beim Eisschnelllauf ist das vom Vorteil, denn dann ist man gezwungen, über die ganze Schiene abzustoßen und nicht über die Spitze zu laufen, was nur Zeit kostet. Er ist also wirklich ideal ausgerüstet für diese Strecke. Jetzt achten wir, wie schnell er öffnet. 24,71. Das ist sehr gut für ihn. Falko Zandstra, der in diesem Jahr beim Weltcup in Hamar Zweiter wurde. In Davos Erster und in Innsbruck ebenfalls Zweiter auf dieser Strecke. Hatte dann ein kleines Leistungstief Ende Januar und wir hoffen mit ihm zusammen, dass er jetzt wieder in Form ist. Obwohl sein Trainer gesagt hat, sein großer Moment wird die 10.000 Meter Strecke sein. Jetzt die Zwischenzeit wieder. 52,78. Das ist schneller. Schneller als der Weltrekord bei der Zwischenzeit war. Als der Weltrekordlauf war. Er läuft ganz locker. Trägt auch immer eine Brille, um die Augenhöhlen vom Wind zu schützen. Und ihm kommt natürlich das gute Eis hier wirklich zugute. Zwischenzeit wieder 1,21,89. Oh, jetzt bricht er etwas ein. Er ist jetzt genau auf der Zeit von Koss. Ganz exakt. 200, aber die kann man vergessen. Das ist ein halber Schritt. Der Mann aus Kasachstan natürlich weit abgeschlagen, alle Blicke hängen nur an Falko Zandstra.
der sich mit Höhentraining für dieses Rennen fit gemacht hat. Er hat noch 80 Meter, 47, 50, 51, oh, 1, 52, 38. Er hat also in den letzten 300 Meter doch in Anführungszeichen etwas schlapp gemacht. Aber immerhin, das wäre bis jetzt die Silbermedaille. Es wäre, wenn nicht im nächsten Paar sein Landsmann und sein größter Gegner an den Start müsste. Der Mann, der bisher den Weltrekord gehalten hat. Hier nochmal Falko Zandstra. Ja, eine 1500 Meter Strecke ist mörderisch, denn sie müssen so schnell beginnen wie bei 500 Metern Start und dann aber dreieinhalb Runden oder mehr als dreieinhalb Runden durchhalten. Hier ist der bisherige Weltrekordhalter Rintje Ritsma. Bei den Europameisterschaften in diesem Jahr lief er den Weltrekord in 1:51,60. Und er wird natürlich versuchen, auch heute wieder sich seinen Weltrekord zurückzuholen. Sein Gegner ist der Japaner Yukinori Miyabe aus Tokio. Auch ein schneller Mann, aber hier wird es auch wieder nur ein Rennen gegen die Uhr für Rintje Ritsma werden. Die Japaner machen immer noch mal Dehnungsübungen, dehnen den ganzen Oberschenkel durch, meditieren kurz, damit der Muskel ja für den Start durchgedehnt ist, damit man nicht einreißt. Das ist einmal das Problem, die Oberschenkelzerrung in der Leistengegend beim Eisschnelllauf durch das komplizierte Anlaufen mit den langen Schienen. Sehen Sie da die unterschiedliche Startstellung. Der Holländer stellt den rechten Fuß auf, der Japaner steht mit beiden auf dem Eis. So, der Start ist erfolgt. Rechts im Bild, auf Dänenbahn. Das ist ein Vorteil, ein großer Vorteil für Rintje Ritsma. Er hatte die Fachwelt bei den 10.000 Metern, bei den 5.000 Metern insofern geblufft, als er eine Spezialkonstruktion von Schlittschuhen lief. Er hatte die ganze Schlittschuhe mit einer Plastikhülle aerodynamisch umkleidet und alle waren verblüfft, was das sein soll und was das ist. Manche sagten, ja, das ist Ritsma sein Kondom. Aber bei der Mittelstrecke nimmt er es nicht, hat er gesagt. Da wäre der Luftwiderstand nicht so günstig, es wäre nur geeignet für die Langstrecke. Deshalb also mit normalen Schlittschuhen unterwegs der bisherige Weltrekordmann Rintje Ritsma. Ein großer Mann, 1,90 groß, 23 Jahre alt und wiegt 92 Kilo. Und die 1500 Meter Strecke ist seine Strecke. Zwischenzeit 52,60. Das ist 0,18 unter dem Weltrekord. Er versucht es also. Er versucht es. Er sagt, den hole ich mir zurück. Das Eis scheint die Qualität zu haben. Mit minus 6,9 Grad. Die Temperatur in der Halle bei den Läufern 14 Grad plus und die Luftfeuchtigkeit 40%. Also alles ideale Bedingungen. Und da kommen wir schon in die letzte Runde. Zwischenzeit 1:21,71. Das ist immer noch unter Weltrekord. Und ihm würde ich es zutrauen, dass er das Tempo durchsteht. Er wirkt zwar jetzt auch schon ein klein bisschen behäbiger, aber er hat jetzt nur noch 300 Meter zu laufen. Allerdings die Außenbahn. Und Sie sehen, jetzt kämpft er schwer. Sie sehen es, wie er die Lippe hochzieht. Seine ganzen Frontzähne zu sehen sind. Er kämpft, er nimmt beide Arme. Er weiß jetzt oder nie, jetzt geht es um jedes Hundertste. Ja, und? Nein, 1:51,99. 1:51, damit blieb er 3 Zehntel über seinem alten Weltrekord und damit steht der Goldmedaillengewinner auf jeden Fall fest, Johann Olav Koss. Und ich glaube auch, dass dem Niederländer die Silbermedaille nicht zu nehmen ist. Mit 1:51,99. Also wir hier oben auf der Tribüne, wir hatten auch auf Kost gesetzt, weil wir gesagt haben, dieser Fuchs hat bewusst bei der Europameisterschaft sich nicht verausgabt, weil er gesagt hat, was ist schon ein Europameistertitel, wenn ich Olympiasieger werden kann. Noch dazu im eigenen Lande und er hat seine Form genau auf den heutigen Tag getimt. Aber gehen wir zum nächsten Paar. Er startet, der Amerikaner Brian Wanek gegen den Australier Danny Carr. Danny Carr links im Bild, der Amerikaner rechts im Bild. Danny Carr ist jetzt auch wieder mit normalen Schlittschuhen unterwegs. Er hat ja mal Schlittschuhe ausprobiert mit Keramikkufen, also nicht aus Metall, sondern aus Porzellan. Aber das scheint sich doch noch nicht ganz so technisch durchgesetzt zu haben.
und er läuft wieder die ganz normalen holländischen Schlittschuhe, die 90% aller Läufer hier an den Füßen haben. Und wie alle guten Läufer ist er barfuß in den Schuhen, damit er ja einen festen Halt hat und nicht schlüpft. Denn K ist 1,73, 64 Kilogramm schwer. Und seine Hobbys sind Motocross fahren und Eishockey spielen. Dagegen der Amerikaner Manek Brein, der von Peter Müller trainiert wird, der auch die Deutschen schon trainiert hat, ist 1,75 und 81 Kilo. Seine Bestzeit ist 1,55,15. Und bei den Olympischen Spielen in Albertville wurde er 19. Gewiss hast dazu den IK bewegte damals nur den 23. Platz. So, ihre Zwischenzeiten jetzt. Wanek 54,27. Damit sind sie auch schon über 1,5 Sekunden bis zu 2 Sekunden über der Bestzeit. Somit sind auch nur Platzierungen zwischen 10 und 15 möglich. Wieder um die Glocke für die letzte Runde. Oh, der Amerikaner wird sehr müde, der bricht schwer ein. Er muss gerade schauen, dass jetzt noch vorkommt, damit es auf der Wechselgeraden, wo ja der von der Außenbahn Vorfahrt hat, keine Schwierigkeiten gibt. Jetzt gibt natürlich der Australier Oberwasser, er läuft den Windschatten mit, haben Sie gesehen, er hat es ganz geschickt genützt und geht jetzt erst, nachdem er die Innenbahn bekommt, vor und wird das Rennen Mann gegen Mann hier für sich entscheiden. Sehen Sie, jetzt waren die anderen schon im Ziel und jetzt kommen der Australier mit 1,56, bisher 12. Platz und 14. Platz bisher für Brian One. So, also jetzt wird es sehr, sehr spannend, denn jetzt kommt der erste Deutsche. Peter Adeberg wird an den Start gehen und er ist die Hoffnung der Deutschen überhaupt. Er läuft gegen den Österreicher Roland Brunner, hier Peter Adeberg im Bild, schwarzen Dress mit den goldbraunen Armen. Ein sehr, sehr guter Mann, vor allem über 1500 Meter. Seine Bestzeit ist 1,52,71 und bei den Österreicher 1,55,32. Also das Rennen wird wieder sehr einseitig werden für Peter Adeberg, der in Berlin wohnt, dort Medizin studiert und natürlich entsprechend seines Studiums einige Zeit für seinen zukünftigen Beruf aufwenden musste und nicht ganz so viel Training hatte in den früheren Jahren. Aber für Olympia hat er sich vorbereitet. Er ist ein typischer 1000 und 1500 Meter Läufer. Also er kommt aus der Sprintdistanz. Und er wird, oh, da hat er schon einen Fehlschnitt gehabt. Er ist einmal leer durchgedreht. Mein Gott, wie konnte das passieren? Er ist wahrscheinlich zu überkonzentriert. Ich meine, in dieser Phase geht es noch. Aber trotzdem kostet das schon ungefähr 0,2 Sekunden. Bin gespannt, ob er noch unter 25 eröffnen kann. Ja, er schafft es noch. 24,77, aber das hätte auch 24,5 sein können. Peter Adeberg, der von Joachim Franke trainiert wurde, war 83 schon bei der Jugendspartakiade erfolgreich, dann 85 DDR-Jugendsieger und ist jetzt eben unser führender Mann auf der Mittelstrecke. Markus Dröger, der langjährige deutsche Meister, sitzt hier neben mir. Er ist anhand seines Bandscheibenvorfalls nicht am Start. Deshalb muss jetzt Adeberg die Kastanien aus dem Feuer holen, Zwischenzeit 53,01. Es ist immer noch sehr schnell, 4 Zehntel drüber, also das könnte zu einem 5. Platz reichen. Sehen Sie, er steigt ein bisschen in der Kurve, legt sich sehr weit nach innen, ist ein eigenartiger Stil von ihm. Er streckt auch meistens die Hände nicht ganz aus, sondern hat immer eine kleine Faust. Also man hat das Gefühl, er läuft nicht entspannt genug. Auch der linke Arm ist etwas verkrampft, aber die Zwischenzeit ist immerhin noch ganz beachtlich. So, jetzt hat er noch 250 Meter zu laufen. Hat jetzt die Außenbahn. Und jetzt kämpft er schwer, ist nicht mehr ganz sicher. Man merkt, dass er sichtlich müde wird. Die Technik ist nicht mehr so, wie es dieses Eis erfordert. 51, 52, 53. 1,53,50, bisher 5. Platz. Da hätten wir ihn ganz gerne schon ein bisschen weiter vorne gesehen. So, 4. Platz, das wäre das Richtige gewesen. So, das war also jetzt
Das erste Drittel, das heißt nach diesen Paaren, Sie sehen nochmal die Rangfolge eingeblendet, es führt Johann Koss aus Norwegen, vor Rintje Ritsma aus den Niederlanden und Falko Zandstra aus den Niederlanden. Und fünfter Peter Adeberg, es wird jetzt eine Eisbereitung erfolgen, das heißt also die Eismaschinen.